Ich glaube, ich habe den Streaming-Modus wieder gefunden. Und mal. Kurz, ich muss mal kurz schauen, ob das funktioniert hat in der Aufnahme. Ja, es hat funktioniert. Super, ja, dann. Willkommen zu Folge 258. Und dann will ich mal schauen, ob ich Murphy weiterhelfen kann. Wir wollen ja jetzt einen Plappertrank für ihn bauen. Nachdem wir ihm schon geholfen haben, lauter zu reden, soll er jetzt auch noch besser plappern können. Also Sachen, die er eigentlich alle gar nicht nötig hat, die machen wir für ihn. Silencio wäre vielleicht besser gewesen als Sonorus, aber ich sag ja nur. Penny hilft uns sicherlich gerne. Danke für deine Zeit, Penny. Genau, vielen Dank, Penny. Ich kann es kaum erwarten, was auch immer wir tun werden. Cody hat mir erzählt, dass du mit deinem Quidditch-Kommentar schneller werden möchtest. Darum werden wir einen Plappertrank brauen. Der Plappertrank? Bei meinem letzten Experiment damit habe ich unaufhörlich Unsinn geplappert. Genau, das ist der Plappertrank. Damit kann jeder im Handumdrehen Unsinn plappern. Ich habe nichts dagegen, Unsinn zu plappern, aber seid ihr euch sicher, dass das der richtige Zaubertrank für mich ist? In meiner Sprecherei benimmt man sich voll auf der Höhe sein, um hochwertige Kommentare abzugeben. Wenn Jäger blitzschnell umher fliegen, ist keine Zeit für Unsinn. Keine Sorge, mit dem Trank werden wir nur deine Zunge lockern und dich auf Höchstgeschwindigkeit bringen. Damit bekommst du ein Gefühl dafür, wie es ist, dich mit höchstem Tempo klar und deutlich auszudrücken. Genau, das ist eine Art von Sprachübung, Murphy. Und ich würde auf keinen Fall vorschlagen, dass du den Plappertank vor einem Match trinkst. Nun, ich vertraue deinem Muttercoach. Das scheint die perfekte Übung zu sein, um meine Fähigkeiten als Kommentator zu verbessern. Hervorragend, dann lasst uns damit anfangen, den Plappertank zu brauen. Ist das Blubbern ein gutes Zeichen für das Plappern oder ein schlechtes Zeichen für das Plappern, das Blubbern, das Plapperblubbern? Vielleicht sollte mir auf ihn nur einen Schluck trinken. Ich glaube, das reicht ihm schon, oder was meinst du, Penny? Vorsicht mit den Altnotblättern, die sind extrem giftig. Ich hätte schon lange damit anfangen sollen, Stimmübungsmann. Mi, 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 ma, 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 ma. Wenn jemand weiß, wie man Unsinn redet, dann ist es Wrath. Meine Lehrer klingen manchmal, als hätten die einen Plappertrank getrunken. Ja. Wenn diese Wände reden könnten, vielleicht könnten sie reden, was ich hier schon alles getrieben habe in diesem Raum. Der Trank ist ziemlich rot. Ist das gut oder schlecht, Benny? Gib einfach die Baldrianzweige und den Diptam dazu. Was würde passieren, wenn wir Sonorus zaubern, bevor wir den Plappertrank trinken? Das wäre eine interessante Frage. Das sollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht sollte man für wirklich nur einen Schluck trinken. Vielleicht auch nur einen halben Schluck. Nicht so viel. Sind wir bereit, etwas Unsinn zu plappern? Ja, das bin ich nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte nur schon einmal anfangen, Unsinn zu plappern. Höchstnote für deine Motivation, Murphy. Für den Witz aber nicht. Und jetzt Tassen hoch. Was trinken wir jetzt alle, den Plappertrank? Oh, der ist nicht rot, der ist gelb. Die Flasche ist rot, Cody. Muss schon den Unterschied erkennen. So. Da ist aber noch was drin. Das hättet ihr auch auf X trinken. Funktioniert? Funkt? Woher wissen wir? Funktionieren, schmulieren, flabbieren! Quidditch, 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 Quaffel, Quidditch, Quaffel, Glitterer, Pfibbler, Flibbel, Fabbel! Plappern, Plapper, Zapper, Fabber, Schnabber! Ja, gut, das klingt gut. Ich meine, gut klingt, bla bla bla. Plapper, Blipper, Plapper, Plapper, Plappertrank! Ich glaube, die Wirkung lässt nach. Naja, das war jetzt nicht besonders wirkungsvoll. Ja, die Wörter klingen so langsam wieder wie Wörter. Nun, da hast du es, Murphy. Das ist der Plappertrank. Wie fühlst du dich? Ich habe das Gefühl, dass ich noch schneller und in den Fessel drehen kann als je zuvor. Ich hatte das Gefühl, als sei meine Stimme in Azkaban gesperrt gewesen und jetzt ist sie frei. Wunderbar. Das Experiment von Cody scheint funktioniert zu haben. Allerdings eine weitere ungewöhnliche, aber erfolgreiche Übung von Coach Bailey. Das klingt, als würde das Training gute Fortschritte machen. Ich glaube schon, aber was denkst du, Coach? Liegen wir mit meinem Training im Zeitplan? Ja, dein Training liegt genau im Plan, Murphy. Du hast die Übung schneller gemeistert und wirst im Handumdrehen wieder spielig mit. Das ist gut zu hören, denn ich freue mich schon drauf, in die Sprecherkabine zurückzukehren. Das glaube ich, aber ich weiß immer noch nicht so recht, wie es mit deinem Training weitergehen soll. Das weiß ich auch nicht, aber ich vertraue deiner Eingebung, Coach. Warum stellst du dir dein Training nicht wie ein Zaubertrank vor? Die fehlende Übung ist wie eine fehlende Zutat. Das ist genial, Penny! Ich schätze, jetzt musst du nur noch herausfinden, welche Zutat dir fehlt. Nun, wir haben mit Quidditch-Geschichte angefangen und dann den Verstärkungsabber und den Plappertrank dazu gegeben. Stimmt, ich habe eine Stimme trainiert, jetzt fehlt nur noch. Ich weiß es, deine Augen. Als nächstes solltest du deinen scharfen Blick trainieren.
dann ist der Zaubertrank, ich meine dein Training, abgeschlossen. Hervorragend. Und ich weiß schon, wie du deinen Blick schärfen kannst, aber dazu müssen wir einen Schwamm Fichtel finden. Also gehen wir in das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Nee, im Reservoir für magische Geschöpfe. Okay, Bonnie, komm mal kurz. Und hier kann ich mir den Punkt von Borf holen. Danke, Borf. Oh, jetzt bin ich mal gespannt auf die Wichtel. Das Reservoir für magische Geschöpfe. Dieses Training wird bestimmt etwas ganz Besonderes. Es wird bestimmt toll, aber du musst dich auch konzentrieren, Murphy, denn es wird bestimmt nicht einfach. Natürlich, Coach Becky. Und darum habe ich Barnaby gebeten, uns zu helfen. Er ist ein guter Freund und Pflege magischer Geschöpfe ist sein Lieblingsfach. Cody hat recht. Magische Geschöpfe sind eines meiner vielen Gebiete, auf denen ich mich auskenne. Darum bin ich wie ein Knuddelmuff gehüpft, bei der Aussicht, einem Freund mit einem solchen helfen zu können. Nun, ich weiß, ich helfe definitiv zu schätzen, Barnaby, aber ich würde gerne mehr über die anderen Gebiete hören, auf denen du dich auskennst. Ich glaube, das sparen wir uns für eine andere, zum Beispiel Duelle. Ich bin einer der besten Duellanten in Hogwarts. Können wir uns bitte konzentrieren? Genau. Konzentrieren ist auch eines meiner War das ein Zentaur? Ein Zentaur? Nein, das glaube ich nicht. Es war eine Mischung aus Pferd und Mischung. Kein Zentaur. Denn die Zentauren-Quest haben wir ja gerade abgeschlossen. Wie sicher bist du dir? Oh nein. Ich würde sagen, 76,7%. Nein, 83,2%. Aber wie unsicher bist du dir? 16,8, Murphy. Du könntest dir 100% sicher sein, wenn dein Blick wirklich scharf wäre. Genau deshalb sind wir hier. Da hast du recht, Coach. Also, wie lautet der Plan? Wir werden Wichtel beobachten. Barnaby wird einen Schwarm Wichtel freilassen. Und du wirst ihre chaotischen Flugmuster und ihr durchtriebenes Verhalten mit deinem besten Kommentar begleiten. Ach, du meine Güte, Cody, das klingt ziemlich kompliziert. Aber ich schätze, es ist eine gute Übung für Quidditch-Spieler, die auf einem Feld hin und her flitzen. Genau, vergiss nicht, deinen Blick zu schärfen und dich zu konzentrieren. Hey, wie schön, da schweben die Wichtel und hier ist ein grüner Wichtel. Ah, ein verschlagener Wichtel bereitet sich auf sein Manöver vor. Er bereitet sich vor und er wird den Faun hier angreifen. Wird er den Faun angreifen? Nein, Wichtel unten da. Nee. Da sind noch mehr Wichtel. Ganz viele Wichtel. Der Wichtel führt seinen Formationsflug mit perfekter Präzision aus und er wird den Gegner. Lass dich nicht vom Kasten ablenken. Du lenk mich ab, Cody. Lass mich. Ich sehe eine Chance von 98,3% für Action am Waldrand. Yay. Und hier ist ein gelber Wichtel. Was macht der gelbe Wichtel? Der gelbe Wichtel. Ich wusste nicht, dass es so viele sein würden. Wie viele sind das denn? Das interessiert keinen, denn jetzt kommen die Statistiken. Und zwar, der blaue Wichtel flitzt zum Haarsbrett an anderen blauen Wichtel vorbei. Werdet ihr nur damit rechnen können? Damit haben wir Murphy im Nu vorbereitet. Oh, ein rosa Wichtel, wie schön. Nicht weglegen, danke. Wichtelquidditch könnte interessant sein. Schon mal Wichtelquidditch ausprobiert, Cody? Nein. Ein verschlagener Wichtel bereitet sich erneut auf sein Manöver vor. Und was macht er? Er wird. Ein Wichtel! Ja, nee, das. Gut gemacht, Murphy. Du bist der Handlung nachgekommen, hast dich klar ausgedrückt und ein paar tolle Witze über diese Wichtel gemacht. Danke, Coach. Ich glaube, ihr könnt den ganzen Tag lang Wichtel kommentieren. Nur gut, dass ich dabei bin, um aufzupassen, dass sie nicht davonfliegen. Das ist schwerer, als es aussieht. Es sei denn, du findest, dass es schwer aussieht. In diesem Fall hast du recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Barnaby. Ist mein Training jetzt abgeschlossen, nachdem wir die Wichtel beobachtet haben? Ja, Murphy, jetzt bist du bereit für den echten Einsatz. Hervorragend! Das war wirklich ein tolles Training heute, Coach. Ja, allerdings. Weder der Verstärkungszauber noch der Plappertrank konnten dir bei der Wichtelbeobachtung etwas anhaben. Vergiss nicht unsere Wiederholung der Quidditch-Geschichte. Das versteht sich von selbst. Nun, abgesehen von der Quidditch-Geschichte, was denkst du, bei welcher Übung ich am besten abgeschnitten habe? Uff. Also Verstärkung der Stimme? Nee, das war nicht. Aber der Bubblefluch, der war das. Das war auch gut. Beim Bubble. Ich nehme den Bubblefluch. Ich denke, der Bubblefluch war einzigartig. Ich weiß nicht, was du genau gesagt hast, aber du hast es klar, schnell und überzeugt gesagt. Danke, Coach. Dank dir und Benny habe ich mich beim Bubblen total selbstbewusst gefühlt. Es ist schön zu sehen, dass du so große Fortschritte beim Training machst, Murphy. Jetzt ist es an der Zeit, deine neu geschärften Fähigkeiten auf die Probe zu stellen und zu kommentieren. Also das für manche ein Quidditch-Spiel, das wäre schön, das kostet keine Energiepunkte. Nein, das fängt erst in 3 Stunden an. Gleich, klar, in 3 Stunden.
Dann warte ich halt 3 Stunden. 3 Stunden später. Auf der Schokofroschkette war Celestine of Arbeck. Die hatte ich noch gar nicht. Cool, also immer. Eine walisische Hexe, halb Blut und beliebte Sängerin, auch bekannt als singende Hexe. Boah, eine Sängerin, die Hexe ist, nennt sich die singende Hexe. Das ist echt special. Okay. Aber ich brauchte doch. Wen brauchte ich? Ich brauchte. Aber nee, das ist Gregorowitsch, oder? Gregorowitsch brauche ich. Na gut. So, wow. Hier oben sitze ich normalerweise nicht bei den Quidditch-Spielen. Normalerweise sitze ich da auf einem Besen. Ich bekomme nicht mal genug von dieser Aufsicht. Start mich Rathet fahren. Oh, das heißt Slytherin spielt. Gegen wen spielen die denn? Murphy scheint sich noch mehr zu begeistern als sonst. Na mal schauen, Murphy. Hi. Oh, jetzt. Boah, neuer Platz. Coach Billy, du hast es geschafft. Ich würde mir deine glorreiche Rückkehr in die Sprecherkabine auf keinen Fall entgehen lassen, Murphy. Und ich glaube, du kannst jetzt aufhören, mich Coach zu nennen. Wenn du meinst, Coach, Titi. Aber nur weil du für mich immer der Coach sein wirst, dank dir bin ich hier. Du hast dir Mühe gegeben, Murphy. Ich hab dir nur den Weg gewiesen. Nun, heute kannst du dich auf etwas Besonderes gefasst machen. Obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist, werde ich das Stadion schockieren wie ein schwedischer Kurzschnäuzler. So einen lauten, klaren, schnellen, packenden Kommentar hat diese Schule noch nie erlebt. Schön, dich wieder in Höchstform zu sehen, Murphy. Du gehörst in die Sprecherkabine. Eine Zeit lang hattest du Zweifel daran, aber du bist wieder da. Wie fühlt es sich an? Ich fühle mich. Jetzt mach nichts, Honorus. Hallo, Rath. Guck mal, ich schau halt nur zu. Murphy, alles gut? Ach, Murphy, jetzt lass ich doch nicht von Rath einschüchtern. Nun, bis vor einer Minute habe ich mich ziemlich gut gefühlt, doch dann kam Rath. Murphy, nimm dir Raths Sprüche nicht zu Herzen. Zu spät. Ich wollte ihr beweisen, dass sie Unrecht hat, aber was ist, wenn sie nach all der harten Arbeit herausstellt, dass sie Recht hatte? Genau das ist dein Fehler, Murphy. Oh, habe ich schon etwas verpasst, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat? Nein, Murphy. Dein Fehler liegt darin, dass es nie darum ging, Rath irgendetwas zu beweisen. Wirklich nicht. Nein, es ging darum, dir selbst zu beweisen, dass du ein hervorragender Kommentator bist, der jedes Quidditch-Spiel kommentieren kann. Ich schätze, so habe ich es nicht gesehen. Aber ich mache mir immer noch Sorgen, dass die Übungen möglicherweise nicht ausgereicht haben. Du hast recht, Murphy. Sie haben nicht ausgereicht. Das haben sie nicht? Nein, nicht ohne deine Mithilfe. Du kannst deine Stimme noch so trickreich trainieren, aber damit kannst du deine Begeisterung und deinen Instinkt nicht ersetzen. Und genau deshalb bist du der Beste. Aber warum haben wir dann all diese Übungen gemacht? Denn jetzt gibt es keine vergessenen Quidditch-Fakten, kein lautes Stadion, keinen Zungenbrecher oder chaotischen Irrsinn. Das wird nur deine Begeisterung und deinen Instinkt bremsen. Und damit möchte ich nicht damit aufhören, dich Coach zu nennen, Coach. Denk nicht an mich, es geht um dich und um deine Liebe für den Sport. Und jetzt sag ich Ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, McNally. So, genau, hast du schon so Norris gezaubert? Das ist gut. Oh, da hat man ja Disney King's Cross gehört. Was war das für ein Zusammenfall? Oh, no! Die Wichtel haben keine Chance gegen diese Jäger, würde ich mal sagen. Schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit endlich ausgezahlt hat. Ist noch jemand schwummrig im Kopf nach diesem wundervollen Ronski-Bluff? Habt ihr den Ronski-Bluff gesehen? Es besteht eine Chance von 99,9%, dass Ralph mit dieser Entscheidung nicht zufrieden ist. Oh, und da gibt's Applaus, Applaus brandet auf, was ist da passiert? Niemand hat sie kommen gesehen, das war geschickt aus dem Plumpton Pass. Yeah! Applaus, jubelt! Ist noch jemand? Nee, das hat er doch gerade schon mal. Murphy, du wiederholst dich jetzt schon? Murphy, du wiederholst dich zu früh. Naja. Boah, dann kommen wir mal hier. Boah, da sind sie. Boah, yay! Das war ein transylvanischer Trick, dann ein Klatscherrückschluck und du, meine Güte, Dionysus Sturzflug! Ja, boah, meine Güte! Ja, was ist da denn bloß los? Und ja, was ist hier nur für ein Spiel? Das ist wieder so ein fabelhafter Ronski-Bluff. Und ja, niemand hat sie kommen gesehen. Ja, das wissen wir inzwischen. Und da sind gleich die Energiepunkte alle. Ja, und wir müssen vorspulen. Und da ist es völlig aus dem Nichts wieder Schnatz geschnappt. Ja, dieses Quidditch-Spiel wird in die Geschichte eingehen. Wenn ich nicht der große Murphy McDonald wäre, wäre ich sprachlos. Und das wieder Rath. Komm, jetzt lächle mal. Ja, danke. Jetzt hast du Murphy ein gutes Gefühl gegeben. Du warst genial, Murphy. Danke, Coach, das war wirklich gut, oder nicht? Dank deiner Kommentare war dieses Freundschaftsspiel so spannend wie die Quidditch-Weltmeisterschaft. Das habe ich dir als Coach zu verdanken.
Danke, Murphy, aber das war dein Werk, nicht meines. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ohne deine Hilfe hätte ich meine Probleme mit Wrath niemals überwunden. Du warst sogar so gut, dass ich finde, du solltest weiterhin als Coach arbeiten. Hättest du darauf Lust, Cody? Coachy. Ich helfe jederzeit gerne meinen Freunden in der Not, aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich meine, mein nächstes Erlebnis als Coach würde niemals an diese Erfahrung rankommen und in der nächsten Folge soll es ja mit der Hauptstory weitergehen. Das stimmt wohl. Es wäre schwer, unseren Erfolg zu wiederholen. Ja, das stimmt. Seitdem ich mithilfe, das Team in Ravenclaw anzuführen, muss ich mich auch auf das Team konzentrieren. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Coach Cody. Ohne deine Anleitung und deine Freundschaft wäre all das nicht möglich gewesen. Und da bin ich mir zu 100% sicher. Danke, übermachte Meister. Bekomme ich da jetzt durch die vielen XP wieder ganz viel bei den magischen Meilensteinen? Papier. Und Diamanten, ja gut. Danke. Ach, naja. Danke, Murphy. Das heißt, es geht wirklich demnächst endlich mit der Hauptstory weiter. Und hier sage ich es allerdings, sage ich wieder Tschüss, over and out.